Denke ich mal jetzt gerade. Ich denke das so vor mich hin. Wissen tue ich es noch überhaupt nicht. Wir kommen jetzt da hoch. Am besten so, ne? Kommen wir hier durch? Jawohl, tun wir sogar. Geil. Nein, das wird da runtergefallen. Scheiße. Ach, Kacke. Ich dachte, das würde klappen. Oh, nein, ey. Ach Mann, das ist ja ein Mist. Scheiße. Okay, wieder da hinten hin. Hier dürfte die Gravitation eh noch an sein. Hab ich recht? Nee, die habe ich schon ausgemacht. Okay, holen wir da runter. Och, ist das ärgerlich. Achso, schon unten. Ich kann mal was gucken. Geht's hier hinten denn weiter? Nee. Das heißt, ich kann ihn volle Pulle da wegschleudern. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Da weiß ich da nämlich schon mal Bescheid. So, jetzt muss ich den nur wieder da hochkriegen. Ich hoffe, das geht diesmal ein bisschen schneller. Das war schon mal ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. So, sehr gut. Das war erst rein. Das war perfekt, eigentlich. Das war genau richtig. Ach, hier sehen wir noch Gravitation. Ach, ätzend. Geht das denn? Ja. Das ist gut, dann muss ich nicht so weit hüpfen. Wenn hier noch Gravitation ist, dann komme ich nämlich hier easy hoch. Das ist viel besser. So. Dann kann ich den jetzt darüber kicken. Boah, Gott sei Dank. Na, das hat gerade nochmal geklappt, würde ich sagen. So. Jetzt kann ich den. Jetzt kann ich den hier rüber. So, ganz in Ruhe. Ganz easy, 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 easy. Und darunter. Plopp. Plopp. Okay, wo waren die Schalter davon? Nochmal, die waren irgendwo an der Seite, ne? Wo waren die denn nochmal? Wo war die Steuerung für die Dinger? Verdammt, wo waren die? Nein! Boah, Gott sei Dank lebe ich noch. Ach, an der Seite. Ätzend. Habe ich natürlich nicht gesehen, klar. Warum auch? Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, das funktioniert aber. So, sind wir schon mal hier. Zack. Das kriegen wir jetzt hier rüber. Jawohl. Von hier aus komme ich nämlich jetzt hier hinter. Dann kann ich nämlich so machen. Bam! Und dann kommen wir da durch. Jawohl. So, ich hoffe, wir brauchen das Ding nicht nochmal. Ich zieh's mal mit für alle Fälle. Ah! Oh! Boah, hab ich mir erschrocken. Scheiß die Wand an, ist das ein Drecksding. Mann! Ich hasse die. Bist weg, so hopp, du Scheißteil. Mann, der ist schon wieder hier. Oh, ich bin leer. Egal, ich gehe jetzt einfach weiter. Alter Fall, da bin ich mir erschrocken. Boah, wo ist dieses Scheißteil? Kann ich jetzt mal abhauen hier? Wie kriegt das denn aus? Warum geht das eigentlich nicht? Na, ich gehe jetzt einfach weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Hm.
Woran nervt das? Der ist immer noch hier, ne? Mist, verdammt, wo ist der denn jetzt? Kann ich den hier mit umhauen? Ach, hier komme ich hoch. Mann, das blöde Teil haut doch mal ab. Komm mal her, komm mal mit, komm mal mit. Komm. Tracer. Tracer. Komm. Komm her. So, und weg. Schnell rennen. So, wie kommen wir da hoch? So. Was ist aber dann auch los, das Scheißteil? Och, hier kommt noch einer. Boah, nee, ey. Oder auch nicht. Geht's hier noch höher? Nee, ne? Kommen auch immer so unerwartet, diese Scheißteile. Ach, ich bin im Aufzug. Ich bin zurück. Wo bist du gewesen? Während der letzten paar Stunden hat der Feind versucht, mich auszuschalten. Ich bin besorgt, denn er ist sich jetzt darüber im Klaren, dass du kommen wirst. Ach, Oskar. Danke für nichts. Na, Mission geschafft. Es hängt mal wieder. Es hängt, es hängt, es hängt. Ich trinke mal einen Schluck. Stunde 7, Verteidigung. Ja, das klingt ja super. Dann leg mal los, erzähl mal was. Nummer 9, ich erkenne hier keine Tracer mehr. Sieht so aus, als sei dieser Bereich viel zu weit unten für sie, um uns zu finden. Wirklich? Wie würdest du denn das hier nennen? Oh, unmöglich. Der Feind muss mich mit falschen Informationen versorgt haben. Und raus. Hier habe ich das Gefühl, dass hier gleich alles voll ist mit den Dingern. Ich will nicht. Ich habe jetzt schon Angst. Die kommen immer aus den unmöglichsten Ecken, die Dinger. Wo man es auch nicht sieht. Das Wasser? Ich kann natürlich wieder immer noch nicht schwimmen. Natürlich nicht. Gibt es da unten irgendwas, wo man hin kann? Ist immer noch voll der Aufzug. Den lasse ich mal runter und dann... Wie tief? Am besten. Weiß ich noch nicht. Werden wir bestimmt noch brauchen. Okay, so, so unter Wasser. So ist besser. Den brauchen wir bestimmt noch irgendwie als Leiterersatz oder so. Kann ich mir vorstellen. Jetzt komme ich hier noch nicht rüber. So. Zack. Und wo ist der Tracer? Na komm. Ich weiß, dass du irgendwo hier bist. Blödes Ding. Jetzt kommen bestimmt irgendwie 7 Stück. Keycard? Ernsthaft? Vor allem, ich hatte vorhin doch noch... Ach, da ist die Keycard. Hallo, Keycard. Komm ich da hin? Ich muss da lang. Hier komme ich nicht durch. Also untenrum. Wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber da die Tante nicht schwimmen kann... Ach, aber hier unten sind diese Dinger. Oh, wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Spring doch. Renn, 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 renn. Ja, ein bisschen schwimmen kann sie aber, die Dame. Wie komme ich denn hier an die Kisten ran? Wie komme ich jetzt wieder hoch, vor allen Dingen? Ach so, so komme ich hoch. Zack. Ohne diese Handschuhe wäre die aber aufgeschmissen. Nach oben geht nix. Ich fahre mal da ganz unten. So, es ist komplett auf dem Boden. Sag mal. Da
Okay. Ich muss irgendwie an diese Kisten kommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Bewegen kann ich die nicht, ne? Hoppala, wenn die unter Wasser sind, komme ich da nicht dran. Ich muss das Wasser loswerden. Aber wie werde ich das Wasser jetzt hier los? Tricky, tricky. Obwohl, warte mal, ist das hier denn noch Glas oder ist das... Doch, das ist Glas. Das kriege ich doch damit durchgeboxt, durchgeschlagen, wie auch immer. Dann brauche ich nur da unten diese beiden... Also unten eine von diesen... Kugeln. Kisten. Was macht das? Achso, das sind Fässer, die hüpfen. Und wie die hüpfen, mein Gott. Sprungfässer. Wartet mal. Einmal kurz rüber. War hier nicht noch irgendwas, was man verwenden kann vielleicht? Außer der Tracer. Nee, hier ist nichts. Nach oben bringt mir dieses Teil auch nichts. Warum ist das denn jetzt unten? Ich verstehe gar nicht, was das soll. Jetzt stehe ich nur im Wasser, das bringt mir aber effektiv auch erstmal gar nichts. Ist auch keine Möglichkeit, irgendwie hochzukommen oder so, ne? Ach, ich kann die unter Wasser nicht benutzen. Ja, das ist ja super gut zu wissen. Hallo. Hallo, 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 hallo. Boah, Gott sei Dank. Meine Güte. Okay, ich muss auf jeden Fall diese Dinger irgendwie loswerden. Kann ich die mit den Kisten anschießen? Und dann... Ach, okay. Das könnte vielleicht sogar gehen. Ich habe eine Idee. Passt mal auf. Ich nehme nämlich jetzt mal das Ding, fahre das komplett runter. Ne, jetzt ist es ganz unten. Nee. Ist jetzt ganz unten? Ich weiß gar nicht. Jetzt ist es ganz unten. So. Dann nehme ich mir diese Dinger. Ups. Zack. Zack. Nehmen wir die mal mehr so einzeln. So, und wenn jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, werde ich nämlich dieses Ding nehmen und jetzt hier... Hier... Upsala. Ja. Komm wieder her. Ja, ich weiß, komm. Das funktioniert bisher prima. Ich gucke mal, ob das überhaupt geht. Ich kann die gar nicht bewegen. Warum nicht? Die bewegen sich kein Stück, die Dinger. Ich dachte, ich könnte die da drauf kicken. Irgendwie. Psala, komm her. Also, dass ich die irgendwie so anschießen könnte. Und dann würden die sich bewegen. Aber die bewegen sich gar nicht. Hä? Wie soll das denn dann gehen? Ich komme doch dann mit den Fässern nicht durch das Glas. Ich brauche die dicken Dinger. Aber ich kriege das Glas... Hier muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, das Wasser auszumachen. Das kann doch sonst nicht funktionieren. Sehe ich das einfach nur nicht? Ja, unter Wasser funktionieren die Handschuhe natürlich nicht. Klar. Wäre auch zu einfach gewesen. Da hinten brauche ich die blöden Fässer überhaupt nicht. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich meine, damit kriege ich die Tür überhaupt nicht auf. Also die Fässer, die Dinger nicht durch. Kann ich da die Scheiben nicht kaputt machen, oder? Eigentlich